Nun klagt der Mensch einen Gott an, weil er diese schlimme Welt sieht, die Grausamkeit. Und oft resigniert er, wird zum Atheisten und Schlimmerem. Entschuldigung, wenn ich das sage. Übrigens waren die Christen die ersten, die man Atheisten nannte. Denn sie waren Atheoi oder Atheos gegen die Götter der Griechen. Also die Menschen haben auch keine religiöse Orientierung mehr, weil sie ja auch in der Religion nicht den Halt vielleicht finden, den sie sich erhofften. Und man sieht auch und merkt, meine Lieben, wenn man den Glauben von jemandem anzweifelt und der wird gleich gewalttätig und also greift zu Maßnahmen, die erschreckend sind, da kann man sagen, es handelt sich um jemanden, der nicht fest im Glauben ist. Da, weil ich fest im Glauben bin, brauche ich mich nicht aufzuregen. Brauche ich nicht gewalttätig zu werden. Brauche ich den anderen nicht umzubringen. Und so beschuldigt man sich, gerade in der heutigen Zeit, gruppenweise, gegenseitig, über den Zusammenbruch der Werte, über diese katastrophale Situation, die wir auf Erden haben. Jeden Tag werden genauso viel Nahrungsmittel zerstört, als man braucht, um jene, die hungern, zu ernähren. Wir leben in einer Welt der Perversion. Wir leben in einer chaotischen Zeit, anachronistisch. Aber, meine Lieben, da geht's ja schon los bei der Erziehung der Kinder. Und da ist der liebe Darwin nicht ganz schuldlos. Man lese mein Buch Darwin irrt. Denn man lehrt die Kinder eigentlich wie Wilde zu sein. Der Stärkere hat Recht. Man lehrt sie Ehrgeiz. Du musst besser sein, du musst mehr bekommen. Und dann gewährt man den lieben Kleinen Freiheit. Zu viel Freiheit. Denn die Kinder, ja schon die Babys, testen die Erwachsenen ständig. Wie weit kann ich gehen? Fass die heiße Herdplatte nicht an. Na, klein bisschen. Na, mal sehen, was der Erziehungsberechtigte macht. Und da er auch zu den Unwissenden gehört, meistens, geht er auf die Ebene der Beschimpfung, der Beschuldigung, der Bestrafung und das Ganze ist ein folgenschweres Kuddelmuddel niedrig emotionaler Energien. Und er zieht Kinder dann zu mental gestörten Erwachsenen. Willkommen zur heutigen Welt. Anstatt zu lehren, dass man zusammenarbeiten soll, dass wir alle von einer Quelle kommen, dass wir dass alles, was wir tun, auf uns zurückfällt und so weiter, da hoffe ich, dass das Buch des Lichts für Kinder doch gute Arbeit leistet und da vielleicht mehr und mehr Menschen interessiert. Eltern und Kinder. Meine Lieben, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Problemen einer Einzelperson und einer Gruppe. Ich war die Menschen, die einzeln gegeneinander kämpfen oder die aggressiv sind, die rotten sich dann buchstäblich zusammen und dann führt das zu Kriegen eben zwischen Gruppen und dann natürlich Nationen. Nicht? Und schon sind wir beim niedrigsten Darwinismus. Kampf alle gegen alle. Meine Lieben, lasst die Tiere in Ruhe, mordet sie nicht. Da ist nur ein kleiner Schritt von Tiermord zu Menschenmord. Ich muss jetzt das mal sagen, böse Ärzte wollen, dass ihr glaubt, dass man Tierfleisch braucht zur Ernährung. Auch ein Tier leidet und auch Tiere haben Astralkörper, wie das Buch des Lichts lehrt. Und die überleben nach dem Tode, da kommen wir noch dazu. Und die werden sich dann schon kümmern um jene, die sie geschlachtet haben.
Das ist eine Schande. Vivisektion ist eine Schande, meine Lieben. Die Tiere sind unsere jüngeren Brüder und Schwestern, wenn man so will. Ja. Buch des Lichts lehrt, das sind göttliche Funken auf dem Weg ins Menschenreich. Und was tun wir? Holocaust, Massenmorde. Und das schafft natürlich eine Ebene, meine Lieben, die dann energetisch gefüllt ist. Furcht, Hass. Haben wir diese Wesen gemetzelt. Ein reiner Meister, also ein Adept, der sieht natürlich buchstäblich die schlimme energetische schwarze Struktur über der Erde. Dort, wo diese Gräueltaten stattfinden. Ihr könnt nicht fragen, lieber Gott, erbarme dich meiner, aber ihr erbarmt euch nicht der Tiere.